Wir sind hier im Trainingscenter der Deutschen Windtechnik. Bei Arbeiten auf Windenergieanlagen haben wir es natürlich mit sehr erschwerten Bedingungen zu tun. Dazu gehört erstmal grundsätzlich natürlich die große Höhe, in der gearbeitet wird, dann die teilweise sehr beengten Bedingungen und natürlich auch die nicht immer gegebene Verfügbarkeit von Rettungspersonal. So kommt auf jeden Fall unseren eigenen Servicetechnikern immer eine wesentlich größere Verantwortung auch zu. Und das heißt, dass die natürlich wesentlich mehr auch trainiert werden müssen. Ein verletzter Kollege, der im Narbenbereich aufgefunden wird, muss als erstes natürlich von seinem Kollegen betreut werden. Die ganze Zeit so lange betreut werden, bis weiteres Personal vor Ort ist. Weitere Rettungsmethoden sehen dann vor, dass man aus dem Narbenbereich die verletzte Person in den Spinnerbereich weiter befördert und das eben nicht alles mit purer Muskelkraft, sondern mit Rettungsgeräten, die da einen gewissen mechanischen Vorteil einfach bieten. Verletzte Personen befördert man am besten in Rettungstragen. Da wir in beengten Räumen unterwegs sind, sind große Rettungstragen, die in den meisten Fällen 2 Meter lang sind, natürlich sehr unhandlich und würden in allen Ecken hängen bleiben. So haben wir mit einem Hersteller für Rettungsmaterial eine Kurztrage entwickelt, die besonders auf unsere speziellen Anforderungen auch zugeschnitten ist. So können wir verletztes Personal aus beengten Räumen retten und in Bereiche befördern, in denen dann die medizinische Rettung auch stattfinden kann. Also ein Weitertransport oder die medizinische Versorgung des Verletzten.